Kurzfilm zum Web 2.0. Da das Internet zu seinen Anfängen sehr aufwendig und teuer war, war es nur Universitäten und Forschungszentren vorbehalten. Mit dem Web 2.0 änderte sich das und das Internet wurde der breiten Masse zugänglich. So konnte jeder Informationen hochladen, verändern oder runterladen. Dies wurde ermöglicht durch immer billiger werdende Hardware und Software, welche es einfach machte, das Internet zu durchforschen. So entstanden Social Media, Videoplattformen, Foren oder zum Beispiel Wikipedia. Das war unser Kurzfilm zum Web 2.0.